Willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Wir sind hier und ich wollte jetzt mit WSAD steuern. Oh Gott und Vater. Wir sind hier in der Bar stehen geblieben, wo wir mit Peter reden können. Aber wir gucken uns erstmal den Kickertisch an. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Ja, es stimmt. Eine richtige Bar ist das auch wieder nicht. So mit Kästen als Tresen. Naja. Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Metagames? Oder was hast du gesagt? Wenn du Kickertische... Metagames kenne ich gar nicht. Ihr spielen alle wie Flasche leer. Genau. Ihr spielen alle wie Flasche leer. Auch noch diese Trapattoni. Diese Trapattoni-Anekdote. Ach, das passt doch super. Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Okay. Dann holen wir uns jetzt erstmal hier die Cocktailkarte. Die brauchen wir nämlich. Für später. Gut. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal den Peter an. Er wirkt äußerst deprimiert. Dann nimm ihn doch einfach mal. Nimm ihn hier in der Bar. Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Geht's dir nicht gut? Ich finde da der Anfang schon geil. Er sagt nur, ich heiße Peter und sie fängt an, ihn sofort runterzumachen. Der arme Mann ist schon so am Ende und nee. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ach komm. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Immerhin bist du noch am Leben. Immerhin bist du gesund. Kommt ein Mann zum Arzt. Nehmen wir mal das Erste. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ja. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Sie treibt, ja, genau. Sie treibt den armen Jungen noch weiter in den Selbstmord. Ach, hat aber hier Poki auch gesagt. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren.
und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Armes, armes Peter. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ja, das können wir jetzt auch aufgeben. Dass der arme Mann sich nicht irgendwie gleich ein Glas nimmt und versucht sich die... Ja, egal. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Ja, komm, erzähl mir das mal mit Petra. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Ach, armer Peter. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Weißt du was? Nimm mal den Bohnendip, Kollege. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Und wie schnell er weg ist. Tja, wo er jetzt wohin gegangen ist, na, das gucken wir uns gleich an. Ja. Wir gucken uns aber mal eben die Cocktailkarte an. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Zack, du nicht auf Bruce Lee rum. Na, dann reden wir mal mit dem Barmann. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Ja, den Stinkdrink. Einen Stinkdrink bitte. Alles andere hat er nämlich nicht. Stinkdrink, kommt sofort. Wie nett, sogar mit Strohhalm. Nur, was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Ja, da ist er, der Stinkdrink. Ja, und den müssen wir jetzt, ich sag mal, Prost! Achso, hä? Ich muss verrückt sein. Hust, hust. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, ist durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Lecker. Sehr lecker. Ja, mal zu diesem ganzen Teil hier. Wir müssen diese Schaufel holen. Oder den Löffel. Aber wenn wir ihn nehmen wollen... Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Das ist nämlich eigentlich ein Spaten oder eine Schaufel, aber... Naja,
Da kommen wir erst später dran, wenn der Barmann weg ist. Und dafür müssen wir erst die zweite Tempomorph-Szene sehen. Gut, aber hier hören wir uns erstmal Poki an. In dem Kaffeeraum. Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insider-Wissen, was niemand wissen kann. Und zwar, dieser Screen ist 1:1 die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna Bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Escher's Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Die hat den Schauspieler, also in diesem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie, dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals auch, ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und gar keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel in Edna Bricht aus, dass niemand versteht. Da tut das auch nichts mehr zur Sache. Kann ich das einfach mal machen. Ich überkomme ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da geführt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Also ich habe gerade keinen Geruch von getrockneter Kotze in der Nase. Aber egal, wir gucken uns mal da hinten die Sitzecke an, bevor wir den Becher hier unten aufheben. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Können wir denn hier irgendwas machen? Aha. Nein, danke. Ich esse... Okay, das hatten wir ja schon. Da können wir jetzt den Stuhl auch wieder anzeichnen. Natürlich. Gut, können wir den... Aschenbecher. Ich hab's. Mit etwas Ketchup könnten wir... Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Okay. Nehmen wir halt den Becher. Und auf dem Becher steht was drauf, was wir uns jetzt erstmal angucken. Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Ich schätze mal, das ist auch einer dieser Insider, den eh keiner versteht. Hier tun wir jetzt den Becher rein. Und da ist die Münze. Die kommt hier in den Münzschlitz. Jetzt kriegen wir Kaffee. Kaffee. So, jetzt nehmen wir den Kaffee da raus. Und wir haben Kaffee. Und den bringen wir jetzt dem Bienenmann. Damit wir das auch schon mal erledigt haben. So. Bienenmann, es gibt Kaffee. Hier, ich hab dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Lecker Ohrenschmalz. Ich glaube, das gehört dir. Du kannst es gern behalten. Sieh es als kleine Gegenleistung für den Kaffee. Der Kaffee war wohl nicht so gut, was? Er war ein Tritt gegen Schienbein. Ja, und dafür haben wir jetzt Ohrenschmalz bekommen. Und wenn wir das jetzt mit der Fliege kombinieren... Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Ja. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Lecker. Gut. Haben wir das auch schon mal gemacht... Und jetzt können wir uns beim guten Professor Nock sein Ticket dafür abholen, weil er ja seine peruanischen Bernsteinminen aufsuchen will. Und jetzt können wir ihm unseren Bernstein geben.
Wer ja auch, der ja auch wirklich wie Bernstein aussieht. Gott. Bäh. Pfui Teufel. Professor, bitte. Ich habe da was für dich. Ich habe da was für dich. Ja. Oh, ist das zu fassen? Deno-Dioness in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Deno-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernsteinminen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Ja, aber ein Kleiderbügel mit der Nummer 3. Aber soweit ich weiß, brauchen wir die Nummer 2, oder? Ja, wenn wir die Nummer 2 brauchen, dann müssen wir ja wohl mit dem Alu-Mann reden. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Daher bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.